Ja, hallo, willkommen, mein Name ist Dani Röll und ich begrüße euch doch zu Let's Play Fallout 4. In der letzten Folge haben wir, weiß ich nicht, sind wir in Vault 111 zurückgegangen, haben uns eine Waffe geholt, den Kyrosator, irgendwie sowas. Und wir sind Richtung Nordosten gegangen, wo wir ein paar Nebenquests haben. Und wir haben eine Raiderbasis gefunden und ich habe hier die Sirene angemacht und jetzt ist hier eine legendäre Alpha-Todeskralle und ich hoffe, dass das Ding nicht in der Lage ist, Treppen zu steigen. Weil sonst krieg ich hier Probleme. Wo ist es? Der normale Todeskreis ist da auch noch. Geil. Viper, du lebst noch? Ihr könnt sagen, was ihr wollt. Ihr könnt mich nennen, was ihr wollt. Aber ich gehe da nicht noch mal runter jetzt. Schießt mich hier nur ab. Alter, hier sind Todeskrallen, ne? Todeskrallen. Die haben gerade drei, vier deiner Leute kaputt gemacht. Und du läufst gerade in die nächste rein. Ist ja nicht da, wo. Ja. Ja, Idiot. Du bist ein Idiot. Hätte ich auch so sagen können. Soll aber bloß nicht, wenn ich da runtergehe, ey. Zerreiß mich in der Luft, wenn die mich sehen. Bleib schön hier oben und baller das Ding hier ab, auch wenn das ziemlich lahm ist, aber das Viech scheint sich nicht wegbewegen zu wollen. Da scheint noch nicht mal auf Piper loszugehen. Welche das Viech wahrscheinlich hier abknallt gerade. Also ja, okay. Ich gewinne durch einen Bug, aber egal. Selbst wenn das Ding sich bewegt hätte, ich wäre die ganze Zeit hier rumgelaufen. Ohne, weiß ich nicht, ohne hier runterzukommen. Boah, das Ding ist stärker als mein Sniper-Gewehr. Ich sollte hier ein langes Zielfernrohr ranmachen und da als Sniper-Gewehr benutzen. So, das ist aber nicht die, die hier gerade war. Du bist die, die hier gerade war. So, was? Boah, jetzt kann ich den Schwanz nicht treffen. Piper, du sollst da verschwinden. Natürlich würde ich auseinandernehmen. Ja, Ding hat einen Totenkopf. Und solange es nicht irgendwelche Projektile schießen kann, bin ich ja, glaube ich, sicher halbwegs. Es kommt hier hin. Bitte sag mir, jetzt kann ich hier irgendwie hinkommen. Nein, die haut ab. Hier geblieben. Ja, machen Gegner, wenn sie einen nicht erreichen können, ne? Die tun sich irgendwo anders hin platzieren. Sagt man, die nicht mehr trifft, aber ich triff dich noch. Ich treff dich immer noch. Es kämpft auf dich gegen Mayol. Nein, sind sie nicht. Ja, kann ruhig so weitergehen. Ich kein Problem mit. Verlierst du gegen die Viecher, ehrlich? Wer hätte denn gedacht, dass eine Toraskarte dadurch angelockt wird durch Datei? Hallo? Ernsthaft? Die haben die fertig gemacht? Ey, was ist das denn für eine Enttäuschung? Muss ich da hinten hin und die auch noch fertig machen, oder was? Schon kann ich die nicht von hier aus irgendwie erledigen. Ist das überhaupt fünf? Das sieht überhaupt nicht aus wie ein Meyerwerk. Wir sind hier nicht ab. Ich bilde mir wohl schon Dinge ein. Keiner. Hey, da draußen ist was. Ich weiß. Schießt doch die ganze Zeit darauf. Die sind wohl weg. Nein, Piper. Aber ich erledige ich von hier aus noch. Ich weiß nicht, wo es hin soll. Wahrscheinlich, ne? Einer.
Ich sehe dich noch. Komm schon, jetzt frag doch mal. Vom Bock da runter zu gehen. Die Mann, ich bin noch fertig hier. Der, pff, legendäre. Okay, jetzt bin ich nicht mehr so überrascht. So, ich muss jetzt noch dahin. Ich muss jetzt noch dahin und. Hallo. Die legendäre Todeskalle looten. Ihr habt bestimmt auch noch irgendwas. Aber ich bleib jetzt erstmal schön hier oben. Wir haben sie wohl verjagt. Und mach alles vom weiten Platt. Was war das? War voll anticlimatic, aber. Als ob ich wirklich irgendwie da rausgehen würde. Mich 1:1 gegen das Viech hier stellen würde. Ihr habt dann immer alle. So sehe ich ja aus, oder wie? Können Sie aber ruhig mal verrecken, ne? Nur kein einziger von denen erledigt. Was hat denn? Ich kann sie aber nicht stoppen. Okay. Da gehen wir mal da runter und versuchen. Myrlocks sind jetzt nicht so gefährlich, würde ich jetzt mal sagen. Eigentlich ein Raketenwerfer. So. Hier war noch eine Todeskralle. Ja. Ja, guck ich das Viech an. Gegen das Zeug kämpfen oder was? Nee, du schießt irgendwas. Du schießt irgendwas. Oder irgendwas greift mich von hinten an. Nein, du schießt was. So, du bist weg. Hi, was bist du denn? Boah, echt? Ich hab den anderen nicht getroffen, geil. Biss dich. Biss dich. Ach, komm schon. Ja, ich habe da schon mit so einem Viech hier. Sprich, kann mit solchen dagegen gegen deres Dings kämpfen. Was hat Viech überhaupt hier? Ist doch. Oh nee. Die Beine kaputt, damit er nicht so schnell ist, der Vieh. Schon Minen. Nicht so schnell, Mann! Was? Minen habe ich verdammt oft benutzt im Fallout 3, das weiß ich noch. In die Mine reinlaufen, nicht in die Mine reinlaufen. Sehr gut. Wo bist du? Ja, einfach mal alles mit. Myrlock Todesklaue? Was? Bist du noch immer da? Hast du die Todesklaue absorbiert oder was? Oh nein, der ist die Splittermine vorbeigelaufen. Oh nein. Boah, bin ich hochgesprungen. Ja, friss mal die Plasmamine. Er ist schon wieder da vorbeigelaufen. Viper macht den fertig. Sehr gut, genauso. Ja, Piper, ich glaube, mich hat zu lange überlebt, so ein Viech, oh Gott. Kommst du hier hoch? Nö, ne.
Ja, wem? Molotow-Cocktail. Hallo? Ja, wie biest die Viecher, ne? Die warten einfach, bis ich um die Ecke gekommen bin. Da muss man ja Plasmamine. Irgendwo hier. Geile Explosion. Geh weg. Selber noch am Leben, Mann. So, Boom, Bams. Teilrüstung, rechtes Bein. Stärke und Ausdauer, super. Oh, ich weiß nicht so. Ja, ich bin mir sicher, irgendwo liegt noch meine Spitamine, aber. Ja, bye bye, dir geht's gut. Natürlich geht's dir gut, ne? Ich bin ja ein Händler. Meierlöpfleisch ist, glaube ich, noch halbwegs was wert. Entschuldigung. Na, wo ist jetzt die Todeskralle verreckt? Schade, dass ich die nicht erledigt habe. Ja, hier irgendwo, ne? Da. Heute ist verbessert. Metallrüstung, rechts Bein. Oh. Weiß nicht. Wieder so viele seltene Sachen, ne? Piper, wo bist du? Mal ernsthaft, Piper. Danke. Hey. Was kann ich? Ey. Nimm mal meinen Schrott, bitte. Wer du frisst das? Ernsthaft, wenn du was frisst, ne? Ich will dich tun. Lass mein Zeug tragen. So, was ist denn hier nochmal für ein Ort überhaupt? Lynnwoods, das ist gar nicht mal so weit entfernt von der Irrenanstalt, merke ich gerade. So. Was ist denn noch irgendwas zu erledigen? Ich glaube, ich habe noch nicht die andere Seite hier erkundet, ne? Ja. Da, wo das Feuer ist, zum Beispiel. Ich dachte, da im Baum hängt jetzt auch ein Toastkreis. Es wäre doch etwas bizarr gewesen. Ja, noch mehr. Ja, hier haben wir, glaube ich, alles gefunden. Haben Gegner besiegt mit so, mal so, mal so. Klamotten, die sie hinterlassen haben. Was da? Das ist eine Fabrik, da will ich aber noch nicht hin. Noch nicht. Überall hin, irgendwann, aber noch nicht. So, das sieht aus, da hinten bewegt sich was, glaube ich. Nee. Nee, sind noch Rollstühle. Hallo, ne? Oh. Okay, hi. Hi, na. Du hast eine geile Rüstung, die will ich haben. Hi, das ist ein Privatgrundstück. Okay. Bitte gib mir einen Grund, dich zu töten. Ich möchte deine Klamotten haben. Wohl, wenn die nicht irgendwie verbessert sind oder so. Ja, ne. Ich dachte, das sind voll die seltenen Sachen, die ich hier habe.
Black Ops Brustteil. Weil auf jeden Fall ein Sternchen, also dachte ich, das wäre speziell. Oder der hat auch so eins. Oder auch nicht. Wo hat der Busch hier auf, Mann? Ja, er sieht noch besser aus. Ich könnte ihn töten. Nein. Ich töte doch nicht jemanden, nur weil ich den seine Sachen haben will. Ich den seine Hose haben will oder irgendwie so was. So ehrlich. Ich habe übrigens offscreen wieder vorhin Aufnahmen jeden einzelnen Kronkorken umgedreht. Ich habe voll viele Sachen, die ich noch eingelagert hatte, so weiß ich nicht. Auch solche Sachen hier. Ja, so wie das hier und das hier. So Sachen, die ich nicht anziehe, aber einfach nur habe, weil sie selten sind und viel wert sind. Alles verkauft und so. Also am meisten. Und schade, ich dachte, ich kann das bewegen. Hab dadurch voll viel Geld wieder bekommen. So, ja, mir mangelt es nicht irgendwie an Sachen. Weil ich musste irgendwie offscreen noch nichts kaufen. Keine Stimpacks oder so, keine Medics oder so. Habe ich so alles verkauft, die haben Medics und so. Ja, habe ich. Was habe ich gefunden? Gar nichts. Jetzt habe ich es erkundet. Kann ich, warum ich jetzt so Blumen und also was mitnehmen, aber warum nicht? Bürotür, was? Büro, was? Ups, Entschuldigung. Eine Babyflasche. Ja, okay, einige Leute konnten hier bestimmt nicht mehr normalerweise essen oder trinken, nehme ich an. Du betrittst ein Privatgrundstück. Verschwinde oder sonst. Willst du? Der Zugang ist gesperrt. Geh weiter. Wieso darf ich hier nicht rein, Mann? Ich bin von Natur aus neugierig. Ich bin halt neugierig. Tut mir leid. Ich mag es einfach an. Der Zugang ist gesperrt. Geh weiter. Noch mehr Leute. Du betrittst ein Privatgrundstück. Verschwinde! Oder sonst? Du ja, betrittst ein Privatgrundstück. Verschwinde! Oder sonst? Warum ist das hier ein Privatgrundstück? Der Zugang ist gesperrt. Geh weiter. Ja, ich hab dich schon erstmal gehört, Mann. Nein. Nein. Ich hole dich nicht ab. Ich muss erstmal den Eingang hier finden. Ich finde gar nicht den Eingang. Da haben wir die ganze Zeit, ihr bleibt weg, ich sehe noch nicht meinen Eingang. Ganz ehrlich, wir sind hier im Ödland. Um echt irgendwie Besitzansprüche zu haben. Alles, was im Ödland ist, gehört mir. Oh nein, jetzt sind sie sauer. Ich will eure Hosen haben. Ah! Nix hier. Ausgerüstet granatenmäßig, Mann. Das ist sehr einseitig, dass ich immer mit der Waffe hier rumschieße, aber
du Blöder. Wie habe ich den jetzt schon nicht getroffen? Oh, das Auto da geht gleich hops. Ja, sein Kopf ziehen sollen, weil kritische Treffer treffen ja immer, glaube ich. Warum geht der denn auf mich los, Mann? Aber da drin warten nicht auch solche Gegner wieder. Ja, Kumpel, pass auf da. Alter, wie bekommen die da keinen Schaden? Ah. Wow. Wow. Was statt ich einen Überraschungsangriff? Ich werde ihn nie kommen sehen. War aber nicht nett jetzt. Was sagt man nicht einfach? Oh. Dann haben wir noch mehr. Das ist eine Kampfrüstung gewesen. Auch so. Ich dachte, die ganze Zeit wären so Black Ops Klamotten. Das ist genauso aus wie meine. Schon sagen, wenn das keine wichtigen Sachen sind, die ich hab, ne? Weiß ich, ich hätte ja nicht getötet, wenn sie nicht zuerst geschossen hätten, ne? Ich meine, das hätte man ja auch friedlicher lösen können. Er hätte ja sagen können, ey, du darfst hier nicht rein oder so, ne? Haben sie ja gesagt. Aber hätten sie auch wenigstens erklären sollen, warum nicht. Oh nein, die ballern mich einfach ab. Bleibst du hier? Alter, rennt der ja voll im Bereich weg. Auf. Das gibt's doch nicht. Schade, ich hier schon wieder krieg. Da sind noch mehr gewesen. Die mache ich natürlich auch platt jetzt. Jetzt habt ihr mich auf den falschen Fuß erfasst. Na ja, seid ihr selber schuld. Waren noch mehr als nur zwei. Viper, wieso wieder da? Seh dich noch, ne? Was? Blöd, Mann. Oh. Gut, dass die alle umgedreht zu mir sind. War nicht ein Kopfschuss. Okay. Ah ja, Piper geht natürlich ohne Deckung dahin. Jetzt hält er sich wieder hoch, ey. Wow, die Waffe ist viel stärker, aber macht einfach mal. Ist besser gelaufen als erwartet. Oh, Piper. So. Ja, kann ich schwimmen. Oh Gott. Hey, gib mir mal deinen Patronen, danke. Oh Gott. Ja. Warte, ich rette dich. Ich versuche dich zu retten. Warte mal. Nein, ich trinke, Mann. Okay, ich lass dich mal hier ertrinken. Halt die Ohren steif.
Söldner Kollege. Oh Gott, das war schon wieder. Ja. Weiß nicht. Oh Gott, hierher! Warum schießen die nicht auf mich? Ja, die sind feindlich. Weil der ist gut weggeflogen. Oh Mann! Ich hab ja Schrot ein bisschen, ne? Hey! Stich! Jetzt muss ich mal warten, bis das abläuft hier. Mach ich auch. Viper macht immer platt. Okay, warum haben die mich angegriffen? Sind die doch friedlich? Die waren noch rot angezeigt. Weil sie denen nur mir gegenüber feindlich. Was? Was ist das? Wenn sie nur mir feindlich übergesinnt, das ist ja wohl meine Entscheidung. Also nicht das Spiel zu entscheiden hier. Da fällt immer noch einer rum. War angeschlagen, was? Ey, sag nicht, ich kann ja unendlich mal gegen die kämpfen. Da. Wir sind hier nicht allein, Lou. Ja, mich so zu nennen, Mann. Hat er sich wieder hochgeheilt? Ich krieg die Kratze. Meine Pistole, meine. Nicht die, aber okay, nimm mal die. Ja, geil. So. Oh, sehr gut. Na, was hat jetzt langsam? Dann habe ich hier gegen genug Leute gekämpft. Ich möchte nochmal langsam reingehen. Aber in der nächsten Folge würde ich sagen, machen wir das, ne? Weil jetzt schaffe ich das, glaube ich, nicht mehr. Oh Gott! Kann ich überhaupt Granaten werfen? Im VATS? Nee, ne. Ich wollte schon sagen, kritische Treffer treffen immer. Du, halbes Gefäß. Er scheint nicht so stark zu sein. Was soll ich sagen? Oh Gott. Oder, ey! Ich auch so um die Ecke gucken können. Boah! Oh. Ja, da war schon hat jetzt hier lang gezogen mit den Gegnern. Ich glaube, ich werde dann aber offscreen wieder einige Waffen einlagern oder so oder einige Klamotten. Und dann komme ich nochmal hier zurück. Hoffe, die Gegner sind dann schon wieder da. Und dann gehen wir in die Irrenanstalt rein. Gut, ne? Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.